Herr Höcke, die Medien schreiben, dass hier Tohuwabohu herrscht. Wie ist Ihr Eindruck von diesem Parteitag? Nein, das ist eine ganz normale Vorstarterregung. So kennt man das im Sport auch. Ich habe ja Sport studiert und war 15 Jahre unter anderem Sportlehrer, bin auch selbst ein leidenschaftlicher Sportler. Das ist ein Kräftemessen, auch ein agonaler Wettkampf, der hier bei so einer Listenwahl dann durchgeführt wird. Gestern hatten wir den Parteitag. Jetzt stehen die Kandidatenküren auf dem Programm. Das wird uns sicherlich einige Tage beschäftigen. Und ich habe in den letzten Monaten immer für die Besten aus Lese Werbung gemacht. Es gab in der Partei ein bisschen die Diskussion, einen Regionalproporz einzuführen. Das kann man so ohne weiteres nicht tun. Also wie gesagt, die Besten aus Lese ist oben angesetzt für mich. Dafür habe ich Werbung gemacht und ich denke, dass sich hier die geeigneten Kandidaten auch durchsetzen werden und dass die 600 Delegierten da schon ein waches Auge drauf haben, wen sie jetzt nach EU schicken. Aber dass hier irgendwie ein Durcheinander herrscht, das ist mitnichten der Fall. Eine grundsolide Lebendigkeit, wie sie unsere AfD Gott sei Dank immer noch auszeichnet. Ansonsten gibt es ja auch Modelle, die den reinen Regionalproport insofern transformieren, dass eine Leistungskomponente dabei ist, also die darauf hinweisen, dass nicht nur die Mitgliederzahl eines Landesverbandes dann die Kandidatenanzahl bestimmen sollte, sondern auch, was leistet dieser Landesverband auch für den Bund, für die Gesamtpartei, wie stark ist man, wie strategisch gut ist man platziert und so weiter. Finde ich auch charmant, aber das ist ein langer Prozess, sowas zu konsensualisieren und das haben wir bisher nicht geschafft. Aber ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir in Zukunft die Kandidaten auf Landesebene wählen und dann auf dem Bundesparteitag bzw. auf der Bundesaufstellungsversammlung nur noch die aus den Ländern schon legitimierten und durch die Länder demokratisch legitimierten Kandidaten dann bestätigen zu können. Das würde das Verfahren maßgeblich abkürzen und das ist auf jeden Fall wünschenswert. Ja, also wir haben einen guten Kandidaten im Rennen. Jetzt sage ich das mal aus Thüringer Warte. Für uns tritt der René Austern, ein sehr guter Mann, der sich sozialpolitisch sehr stark profiliert hat in den letzten Jahren, der maßgeblich das Rentenkonzept der AfD Thüringen mitgeschrieben hat. Und die Sozialpolitik, die soziale Frage ist eine der großen Zukunftsfragen. Deswegen ist es auch der richtige Mann für die EU. Sie haben Sozialpolitik angesprochen. Wie sollte Europa in Sachen Sozialpolitik aussehen? Also es kann auf absehbare Zeit keine gemeinsame europäische Sozialpolitik geben. Das funktioniert Stand heute nicht, genauso wie eine gemeinsame Währung Stand heute nicht funktioniert. Und dieses Euro-Projekt hat schon jetzt desaströse Auswirkungen für die Menschen, vor allen Dingen in Deutschland. Ich muss das im Einzelnen, glaube ich, nicht ausführen, das ist klar. Sozialpolitik braucht vor allen Dingen feste Grenzen. Ohne Grenzen ist Sozialpolitik nicht machbar. Solidarität und Identität müssen zusammen gedacht werden, beziehungsweise die Identität kommt vor der Solidarität. Kein Mensch ist bereit, für jemanden, den er nicht kennt, mit dem er sich nicht identifiziert, in Vorleistung zu treten und sich solidarisch zu erklären. Es muss ein Geben und Nehmen sein und das ist, wie gesagt, nur in einem festen Raum möglich, der über Jahrhunderte auch als Vertrauensgemeinschaft gewachsen ist. Und das bedeutet, das Fundament der Sozialpolitik ist nach wie vor der Sozialstaat. Und wie Europa dann mal in 50 Jahren aussieht, das kann ich heute noch nicht voraussagen. Vertrauenssache ist auch die Zusammenarbeit zwischen Partei und Vorfeld. Da gibt es ja auch Stimmen in der Partei, die sagen, das Vorfeld zu unterstützen, das bringt uns eigentlich nichts, weil da mit zu wenig Wähler erreicht werden. Sie haben da eine andere Ansicht. Weshalb? Das Vorfeld ist für uns gerade im Landesverband Thüringen tatsächlich ein Herzensanliegen. Nun sind wir ein relativ kleiner Landesverband und haben nicht die finanziellen Mittel, die beispielsweise die Bundespartei hat. Aber ich glaube, auch in der Bundespartei hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, die auch in dem Begriff Mosaikrechte zusammengefasst werden kann, dass wir als Partei eben nur ein Arm des Widerstandes sind gegen eine Identität zerstören, eine Kultur zerstören, eine Sozialstaat zerstören, eine Wirtschaft zerstörende Politik, dass wir ein wichtiger Arm sind als Parlamentspartei, aber dass wir Ergänzung brauchen, um auch breiter wirken zu können, um mehr Andockpunkte in der Bevölkerung zu haben, auch gerade in Bevölkerungsteilen, die nicht so parteiaffin sind. Wir haben ja die Situation, gerade in Deutschland, dass viele Menschen völlig resigniert sind, ob dieser verkrusteten Parteiendemokratie, die wir haben, die als Nichtwähler oder in der Nichtwählerschaft landen oder mit Parteien gar nichts mehr zu tun haben wollen. Gerade für solche Menschen ist es wichtig, doch einen Kontakt zu haben und sie anzusprechen. Das kann das Vorfeld oft anders machen, weil es unkonventioneller operiert, weil es mit mehr Esprit, weniger Organisation lastig operiert. Die Partei hat ihre Stärken, aber das Vorfeld hat durch seine Innovationsfähigkeit, durch seine Spontanität auch große Stärken und das muss zusammengeführt werden, sonst kann man den Durchbruch als Opposition nicht schaffen. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank. Danke, Herr Schaffner. Dankeschön.